Das Beste für den Mann, das folgt jetzt bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Und Sie haben genau richtig eingeschaltet. Wenn Sie zu den Herrschaften gehören, die immer schon mal auf einen richtig coolen Tablet-PC gelinst haben, bis dato aber tatsächlich immer vor diesen horrenden Preisen zurückgeschreckt sind. Sie wissen, dass wir bei Pearl TV fantastische Geräte im Programm haben. Vorausgesetzt, Sie haben schon das ein oder andere Mal bei uns reingeschaltet. Und jetzt möchten der Kai und ich Ihnen ganz gerne zwei der beliebtesten Tablet-PCs bei uns im Sender vorstellen. Es gibt dort kleine, aber feine Unterschiede. Deswegen bitte ich Sie an dieser Stelle, schauen Sie sich die Präsentation von beiden Geräten in aller Ruhe an und treffen Sie dann eine Entscheidung. Aber wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, seien Sie bitte schnell, denn die zwei Stücke, die wir Ihnen jetzt vorstellen, die möchte wirklich jeder haben. Oder Kai? Das ist doch momentan wirklich in aller Munde. Ja, also ganz einfacher Unterschied. Ich sage jetzt nur mal für den Anfang an, 10 Euro Unterschied oder 100 Euro Unterschied. Darum dreht sich heute das X10 Dual Core. Ist unser aktuelles Touchlet mit einem Dual Core Prozessor drauf, mit bis zu 1,5 GHz Prozessorleistung, ja, und hat an Ausstattung so viele Dinge drin, die ich bei normalen anderen Geräten überhaupt nicht kriege. Und wenn ich jetzt den Preis schon wieder sehe, wird mir eh schlecht, schon gar nicht zu dem Preis überhaupt irgendwo zu bekommen. Das ist eigentlich unfassbar, wenn du dir überlegst, dass wir hier von einem Gerät sprechen, was die Technologie des iPads nutzt, was sich genauso anfühlt, zum Teil die gleichen Bauteile sogar noch drin hat. Wenn ich mir sowas tatsächlich von Apple kaufen möchte, bin ich je nach Speicher locker mal bei 600, 700, mitunter auch 800 Euro bei einem 64 GB Speicher. Hallo, das ist eine Monatsmiete für ein Tablet, was da rausgeht. Da fällt mir spontan was Besseres ein, was ich damit machen kann. Das ist richtig günstig zu haben. Wir haben großzügig eingekauft und wir werden es natürlich auch in Ruhe besprechen, damit Sie also auch die Unterschiede erkennen können und sagen können, das ist genau mein Gerät. Also, gehen wir mal, was du gerade angesprochen hast, Carsten, zum Speicher. Bei Apple oder bei anderen Geräten muss ich mich vor Kauf entscheiden, wie viel Speicherplatz brauche ich. Und dann habe ich mich für 32 GB entschieden, habe eine 2-Raum-Wohnungs-Monats-Warmmiete rausgeknallt und merke dann nach 5 Monaten, das reicht ja nicht. Ich müsste eigentlich 64 GB haben. Was machen Sie denn dann? Dann müssen Sie die eine Warmmonatsmiete verkaufen, haben einen riesen nicht einen großen Verlust, aber Sie werden Verlust damit haben und müssen dann nochmal richtig Geld in die Hand nehmen. Und dann nochmal, wenn Sie sich zwischen zwei verschiedenen Varianten mit den Speicherplätzen auch noch entscheiden wollen, je nachdem nochmal 100 Euro mehr drauflegen oder auch nicht. Das war das, was wir am Anfang gesagt haben, 10 oder 100 Euro. Hier ist es so, Sie haben eine Micro-SD-Kartenschacht, mit dem Sie klipp und klar sagen können, ich will 2, ich will 4, ich will 8, ich will 16, ich will 32 oder ich will 64 GB Speicherplatz. Und den kann ich mir dann ganz individuell so hier reinpacken, wie ich den brauche. Riesenvorteil Nummer 1. Ja, dazu, da muss man ganz klar dazu sagen, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht. Ich habe mich vorher also auch für ein klassisches iPhone, das 3GS war mein erstes, mit 8 GB entschieden. Das hätte es auch mit 16 gegeben, keine Frage. Aber ich habe natürlich die ganzen Feinheiten dieses Telefons erstmal für mich entdeckt. Und da hat mir auf einmal das Fotografieren, das Videos machen richtig Spaß gemacht. Und dann kam ich natürlich sehr schnell an Grenze. Also insofern, variabler Speicher ist immer eine hervorragende Idee. Und damit das gute Stück auch richtig schnell funktioniert, haben wir hier einen Mehrkernprozessor. Das ist der Cortex A9 Dualkern mit 1,5 GHz und 1 GB RAM als Arbeitsspeicher noch mit obendrauf. Nicht zu vergessen auch das Betriebssystem, das neueste vom neuesten, absolut tipptopp, Android 4.1. Jellybean, ganz genau. Und damit bin ich heute wirklich auf einer Qualität von flüssigen Anwendungen, wie beim iOS-basierenden System auch. Riesenvorteil ist, kein geschlossenes, sondern ein offenes System. Und ich kann jederzeit Windows-basierend mir Daten hin und her schieben, weil wir nämlich hier auch sogar eine USB-Schnittstelle drin haben. Und auch das ist ganz wichtig. Das heißt, Datentransfer von Musik, von Filmen, von Fotos passiert ganz einfach von PC aus. Ich brauche keine Cloud, ich brauche nicht wieder einen riesengroßen Adapter, ich brauche kein spezielles Betriebsprogramm, sondern es geht wie die meisten Programme weltweit. Und mit Android ist es natürlich auch so, dass ich definitiv auf das Betriebssystem weltweit setze, was sich einfach durchgesetzt hat, muss man mal sagen. Wir haben die Zahlen gehabt, 2012 im letzten Quartal, fast 60 Millionen Android-basierende Geräte weltweit mehr verkauft als iOS-basierend. Da sieht man mal, wo die Reise hingehen soll. Ne? Ganz genau, das ist der Punkt. Mich hat es also auch immer geärgert, dass ich bei Apple tatsächlich an dieses iTunes gebunden bin, dass ich also wirklich nur eine zentrale Quelle habe, die ist zwar sicher und funktioniert, keine Frage, aber es ist nur eine einzige Quelle. Hier kann ich es mir selber aussuchen, wo ich sie hernehmen möchte. Und über 2 Millionen Apps, die meisten davon kostenlos, sprechen natürlich auch eine ziemlich deutliche Sprache. Das Schöne ist, wir haben auch hier ein schönes großes Display, 9,7 Zoll, das sind fast 25 Zentimeter in der Diagonale, einen schönen großen Blickwinkel. Also auch wenn Sie mal ein bisschen steiler vom Winkel schauen, manchmal tut man das, je nachdem, wie man das gute Stück hält, hat man immer noch einen super Überblick. 1024 x 768 Pixel, 16 Millionen Farben, also eine Darstellung vom allerfeinsten. So, und jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt.
Das gleiche Display, das IPS-Display wie im iPad. Ein Alu-Back-Cover, qualitativ genau das gleiche, definitiv wie ein Apple. Aber jetzt kommt noch ein entscheidender Vorteil. Wir haben eine HDMI-Schnittstelle. Mhm. Das bedeutet also, Internetinhalte, die ich heute auf dem Fernseher streamen will, wenn ich mich mit meinem WLAN verbunden habe zu Hause, kann ich in Full HD 1920 x 1080 Pixel komplett auf meinen Flachbildschirm rübergeben, der das ja auch kann, und habe damit sozusagen eigentlich schon eine Online-Videothek-Wiedergabe, die ich einfach nur noch anstatt einem DVD-Abspieler mit meinem Fernseher verbinde. Das alles hier, wie man es gerade gesehen hat, wunderschön eben unten drin. Und wir haben sogar noch einen Quad-Core-Prozessor, der natürlich auch für den Grafikbereich zuständig ist. Das heißt also, alle animierten Möglichkeiten, die da sind, weil er ist Flash 11-fähig und auch HTML 5.0 unterstützter, kann ich mir alle Internetseiten angucken. Und genau das ist ja das Problem bei den iOS-basierenden Systemen. Ich muss mir nämlich erstmal einen Flash-Player drauf tun. Genau so ist es. Und wenn man da jetzt wirklich mal ganz entspannt für die junge Dame jetzt hier auf dem Sofa liegt und sich ein paar Internetseiten anschauen möchte, egal ob das bei den Mädels Gala, Bunte oder sonst irgendwas ist, wie meine Frau das immer macht, oder bei uns Männern automotorsport.de oder irgendwie sowas, da gibt es ja tausend verschiedene Sachen, dann möchte man die Seiten doch bitte animiert haben. Ja. Ja, das haben sie bei iOS einfach nicht. Bei Android funktioniert das, Flash.11 ist drauf. Dazu kommen natürlich noch zwei Kameras, eine nach vorne, eine zu Ihnen, sodass man wirklich fantastische Aufnahmen machen kann. Wenn Sie also die Jungs dann immer so sehen, die dann auf einmal so, immer so in die Kamera lächeln, dann haben sie meistens die Kamera gedreht oder nutzen einfach die zweite Kamera und machen ein paar richtig coole Fotos. Datenübertragung via Bluetooth funktioniert natürlich auch und ein starker Akku ist ja auch noch drin. Bis zu 7 Stunden Videogenuss in absoluter Formvollendung. WLAN, Bluetooth natürlich mit drin, auch wenn Sie sagen Voice over IP, das heißt also heute Skypen. Headset auf, was kabellos ist, natürlich super von der Freiheit her, weil nichts mehr verdatteln, verkabeln kann. Das alles ist mit drin für einen Preis von 218,41 Euro. So, und das ist genau der Punkt. Da sind wir nämlich jetzt, und jetzt kommen wir genau auf den Punkt drauf, bei einem vergleichbaren iPad bei 700 Euro. Richtig. Boff. Ja. Und genau das ist der Punkt. 7 Stunden ohne Probleme mit dem 5800 mAh Akku hier machen zu können. USB-Schnittstelle total flexibel mit dem HDMI-Anschluss. Das neueste Android drauf, 4.1, das Jelly Bean. Was will ich denn eigentlich mehr? 218,41 Euro. Leute, das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist endlich mal eine Preis-Gegenwert-Relation. Das ist ein Kampfpreis, den wir gerade aktuell hier haben für Sie. Reden wir ganz kurz über das Internet. WLAN haben wir natürlich hier die Möglichkeit. 300 Mbit pro Sekunde oder aber mittels eines UMTS-Surfsticks. Und genau da liegt jetzt der Unterschied von dem Teil, was wir Ihnen jetzt anbieten, hin zu dem nächsten. Wir zeigen jetzt gerade das X10 Dual. Wir werden gleich das X10 Dual Plus vorstellen. Da haben wir nämlich noch den 3G-UMTS-Empfänger eingebaut. Das heißt, da verzichten wir dann komplett auf diesen unnötigen Stick, der mich persönlich immer ein Stück weit gestört hat. Hier müssen Sie ihn dran machen, wenn Sie über UMTS ins Internet gehen möchten. Aber am einfachsten geht es natürlich mittels WLAN. Hotspot-Funktion hat er natürlich auch. Wir nutzen die X10 selber beruflich hier. Wir kriegen alle unsere Informationen darauf. Das heißt, sobald ich hier in den Einzugsbereich von Pearl TV vom WLAN reinkomme, wählt er sich automatisch ein. Das Gleiche macht er bei mir zu Hause auch. Möchte ich mobil unterwegs sein, muss ich einen Stick anschließen, einen UMTS-Stick, gibt es wie Sand am Meer, an jeder Stelle eigentlich. Und da brauche ich dann aber eben den Adapter dazu. Das bedeutet also Micro-USB auf Normal-USB, da packe ich meinen Surfstick dran, und wem das alles zu doof ist, der investiert 40 Euro mehr und nicht 100 Euro mehr. Genau, jetzt kommen wir auf den Punkt, den wir am Anfang angesprochen hatten. Unser Touchlet X10 Dual Core Plus. Und das hat den entscheidenden Vorteil, dass wir einen SIM-Karten-Einschub im Gerät haben, so wie es bei den Apple oder bei den großen anderen Firmen auch ist. Aber für 256,41 Euro, Leute, und das ist der Knaller, weil dieses gleiche Gerät mit 64 GB Speicherkapazität, in der ich ja flexibel bin, würde mich jetzt bei Apple 800 Tacken kosten. Richtig, das musst du dir mal wegtun. 800 Schleifen für so ein Tablet. Ja. Es ist klar, das ist toll, das funktioniert super, aber wir haben die gleiche Qualität, wir haben die gleiche Ausstattung, wir haben das gleiche Display drin. Wir haben natürlich definitiv hier weit mehr Möglichkeiten noch durch HDMI-Schnittstelle, durch die USB-Schnittstelle und durch das Bluetooth. Also Leute, für 200, ich muss gerade mal gucken, 56,41 Euro ist das der absolute Knüller. Und damit bin ich definitiv auf dem gleichen Niveau wie bei einem iPad, aber eben weit flexibler, was natürlich meinen Umgang mit Datenaustausch, mit Streamen, mit auf den Fernseher bringen betrifft, weil ich eben nicht iOS-basierend gefesselt bin. Genauso muss man sagen. In Köln gibt es einen sehr, sehr schönen Satz
Ich weiß nicht, ob ihn jeder versteht draußen. Ich versuch's mal. Was nichts kostet, ist nichts, sagt man bei uns in Köln. Und natürlich sieht der ein oder andere die Präsentation von unserem X10, entweder von dem X10 Dual oder von dem X10 Dual Plus, was wir jetzt haben, mit dem 3G UMTS-Empfänger drin und sagt, Moment mal, für noch nicht mal 260 Euro, so ein ausgereiftes Teil, da muss doch irgendwo ein Haken sein. Nein, wir haben eben den Vorteil, den andere, ich sag mal, klassische Einzelhändler nicht haben. Wir hauen Stückzahlen raus, da wird manch einer blass dabei. Während so ein gutes Stück von mir aus dem Einzelhandel vielleicht mal 100, mal 200 Mal pro Saisonzeit über den Ladentisch wandert, verkaufen wir einige tausend davon, kaufen natürlich auch entsprechend ein. Sie kennen das, im Großen geht es günstiger. Dadurch kriegen wir günstigere Preise und das nennt man Marge und das geben wir gerne an unsere Kunden weiter. Insofern profitieren Sie von den großen Mengen, die bei uns rausgehen, die bei uns bestellt werden. Und deswegen kriegen Sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie müssen auf keinerlei Qualität verzichten, zahlen aber gerade mal einen absoluten Spottpreis für das, was man an anderer Stelle wirklich sehr, sehr teuer bezahlen muss. Gucken wir uns mal die Anschlüsse an. So, und genau da sind wir jetzt an dem Punkt. Das ist nämlich alles schön unter einer Schutz- und Staubklappe versteckt. Und hier sehen wir jetzt unseren Mini-HDMI. Hier ist er, der goldene. Schön vergoldet auch. Dann hier unseren Steckplatz für Speicherkarte. Hier unseren Micro-USB. Und hier noch die Möglichkeit für den SIM-Karten-Slot. Einfach mal beim Mobilhersteller anfangen und sagen, pass mal auf, ich brauche einfach nur eine 1 GB, Gigabyte Surfvolumen pro Monat. Das kostet mich 8 bis 10 Euro, je nachdem, bei welchem Mobilanbieter ich bin. Das packe ich da rein, muss nicht ständig auch noch von meinem Handy die Karte hin und her schieben und bin hier jederzeit, und jetzt kommen wir genau auf den großen, ganz wichtigen Punkt, auch in Bereichen, wo zum Beispiel noch kein Multikabel, wo noch kein Fiberglas liegt, wo ich einfach sage, ich habe die Leitungen noch nicht, um heute wirklich einen vernünftigen WLAN-Router starten lassen zu können, ja, dann gehe ich doch ohne Probleme einfach mal mit einer 10 Euro Flatrate im Monat, weil so ein normaler WLAN-Anschluss kostet auch 30 Euro. Wenn Sie denn mal einen für unter 20 Euro kriegen, können Sie nur hoffen, dass er funktioniert. Da spreche ich Ihnen aus der Seele, das weiß ich, es kommt nämlich darauf an, welcher Anbieter es ist. Dann haben Sie hier den Vorteil, packen Sie Ihre SIM-Karte rein. Sie können jederzeit überall, egal wo Sie sind, auf einer Autobahn, Raststätte, bei Freunden, sonst irgendwo einfach mal schnell ins Internet gehen und gucken. Und das für unter 260 Euro. Nochmal, wir sind bei einem Apple iPad in dieser Ausstattung mit 3G UMTS bei tatsächlich 800 Euro mit 64 GB Speicherkapazität. Ganz genau. Mahlzeit. Ansonsten das gleiche in Grün, was wir gerade auch schon angesprochen haben. Das heißt, auch hier haben Sie eine vernünftige Größe mit 9,7 Zoll, fast 25 cm in der Diagonale. Auch hier haben Sie den Mehrkernprozessor drin, den Cortex A9 Dualkernprozessor mit 1,5 GHz. Ein Gigabyte Arbeitsspeicher ist natürlich dran. Android 4.1, das Neueste vom Neuesten. Was Besseres gibt es derzeit nicht. Wir haben auf beiden Geräten ein Google App Pack vorinstalliert. Da ist Spiegel Online dabei, da ist auch YouTube mit dabei, viele andere Anwendungen und Spielprogramme und vor allen Dingen ganz wichtig, damit Sie auch ganz entspannt surfen können im Internet, auch wenn es mal vielleicht auf Seiten geht, die vielleicht ein bisschen dubios sind. Sie haben das G-Data Antivirus schon mit drauf. Keine Viren, keine Trojaner und gar nichts, wird ständig aktualisiert. Ich nutze es selber und habe also bis jetzt tatsächlich nach wie vor ein sauberes und ordentliches Tablet. Ich sitze für mein Leben gern abends auf dem Sofa und habe das Ding auf dem Schoß. Sehr zum Leidwesen meiner Frau mitunter, surft dann mit dem Internet, guck mal eben bei Facebook rein, mal eben zu eBay rein, wie sieht's aus. Das ist mir wesentlich lieber, so ein Gerät zu haben, als ein klassisches Laptop mit dem Stick an der Seite dran. Ich finde das immer unpraktisch, damit kommst du richtig gut zurecht. Vor allem bin ich natürlich mit meinem Gerät mobil und ich kann natürlich bei beiden Geräten auch noch meine weltweite Positionsbestimmung über GPS abrufen. Das kann der nämlich auch noch und das ist natürlich auch noch ein Thema, wo ich sage, das ist ja echt klasse. Ich habe jetzt hier gerade über WLAN mal unsere Sendung laufen in einem ganz leichten Zeitversatz, um Ihnen mal zu zeigen, wie wunderbar das mit UMTS funktioniert. So, das ist gerade unser aktuelles Bild. Ich habe ungefähr vor 7 Sekunden kurz nach unten geguckt. Jetzt können Sie mal sehen, wie letztendlich hier die ganze Sache läuft. Da ist es wieder. Das ist ein Hammer, oder? Ich habe letztendlich gesagt, da war es wieder. So, das ist ein absoluter Knaller und das für unter 260 Euro, Leute. Das ist ein absolutes Muss für jeden, der heute überlegt, soll ich mir von einem Markenhersteller heute ein Touchpad kaufen oder nehme ich einen von unseren überragenden in der Fachpresse ewig gut getesteten beiden Touchlets, je nach, sagen wir mal, Nutzungsmöglichkeiten. Ja. Und das für 40 Euro Unterschied anstatt, sagen wir mal, 600 Euro plus nochmal 100 Euro obendrauf für zum Beispiel die UMTS-Thematik. Genau, eine Frage, die können Sie sich nur selber beantworten, aber ich denke, für den Preis muss man einfach zugreifen, auch dann, wenn man vielleicht ein bisschen schmaleres Budget mitbringt und da vielleicht nicht unbedingt Lust hat, da jetzt noch ein halbes Jahr sich irgendwas zusammenzusparen, um tatsächlich auf ein iPad zu gehen. Das macht tatsächlich Sinn. Übrigens, auch wenn Sie
geringere Datenmengen speichern möchten, auch eine 32 GB, auch eine 16 GB Karte passt da natürlich ohne weiteres rein. Ich habe ja mittlerweile schon 3 oder 4 SD-Karten zu Hause mit den unterschiedlichsten Daten. Ja? Alles mit dabei, treffen Sie Ihre Auswahl, greifen Sie zu. Diese Geräte sind also wirklich extrem heiß begehrt bei uns und wir wünschen ganz viel Freude mit Ihrem neuen X10.